Es geht los. Und unser Jetzt ist König hat laut. gesprochen, genau. Willkommen, liebe Leute, ich repräsentiere unseren Gründerherrscher, der schon so viele Tode überlebt hat und immer wieder auftaucht, um seine führende Hand über uns zu legen und das Reich zu regieren, um endlich mal, ja, sorgenfrei unser Geld einsacken zu können, das uns irgendwie immer gestohlen wird, oder die Kirche übernimmt immer alles, das Volk hat dann die Schnauze voll von unserem derzeitigen König, oder die Armee ist mit ihrer Unterkunft nicht zufrieden. Ja, alles solche Sachen haben wir hier bei Wagons. Willkommen, Leute, schönen guten Abend. Ein neues Streaming-Part erwartet uns. So. Hallo zusammen. Ja, das war unser König. König Jakob haben wir. Ah nein, der ist ja tot, Entschuldige. 1238. Na Jakob dann. der Tote. Jetzt haben wir William. Oh, habe ich mal wieder schon im Boosche aufgeschrieben? Ja. Arrangiert tierische Flitterwochen, nicht vergessen. Bandelt mit einer Taube an, nicht vergessen. Und ordert einen Schlachtgesang, nicht vergessen. So, los geht's, Eure Hoheit. Jawohl. Ja, geh nochmal nach vorne. So, Eure Hoheit, William, der 40. König. Los geht's. Eure Minen fördern nicht genug Eisenerz zur Herstellung von Waffen. Wir müssen es im Ausland kaufen. Ja. Oder nein. Wir haben übrigens nur noch zur Info, Moment. Noch zur Info. Wir haben noch Excalibur. Das Schwert des Königs ist euer. Ihr seid in Duellen standhaft und könnt Spezialtechniken auslösen, ohne euch vorher zu verteidigen. So, nur zur Info. Nun, ich würde sagen, ja. Beim Forschen bin ich auf eine neue Methode gestoßen, Alkohol zu destillieren. Den Gewinn möchte ich teilen. Den können wir teilen? Ja. Wir haben ja gerade viel Geld verloren, ne? Steigern wir den. Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Rette die Garnison, rette die Schatzkammer. Ja, und dem, was du nicht rettest, wird wahrscheinlich sinken. Jetzt ist die Frage: Rettest du die Schatzkammer oder die Garnison, die Armee? Ich rette die Schatz. Nee, die Garnison rette ich. Die Nachricht lautet, ein kleines Dorf in den Baronien des Ostens hat einen Golem erschaffen. General! Oder unmöglich? Ich hoffe, du hast dir was vom letzten Mal gemerkt. General. Sicher? Ja, ich glaube schon, dass ich sicher bin. Ich gebe dir einen Tipp. Schwarzer Vogel sagt nie die Wahrheit. Nur zur Info noch einmal. Eure Kirche Okay. ist schwach und das Volk lästert Gott. Ja oder nein? Nein. Der Eber, den ihr bekämpft, hat eine Schwäche. Es wäre nicht sehr anständig, aber möchtet ihr sie ausnutzen? Ja oder nein? Wollen wir die Schwäche gegen einen Eber ausnutzen? Nein. Nicht? Okay. Gut. Ich sehe 1000 Boote voll mit großen, kräftigen Männern. General! Jeder hat seine Hirngespinste. General! Die Wikinger greifen uns an. Müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greift sie an oder verteidigt das Land? Verteidigt das Land. In der Schule wird eine ganze Generation religiöser Unfug eingetrichtert. Gebietet dem Einhalt. Ja oder nein? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich bin sicher. Bist du dir wirklich sicher? Ja, bin ich. War mir eine Freude, König William. Nur knapp überlebt. Also, ich verstehe nicht, was du jetzt nicht gecheckt hast. Der Doktor ist der Feind der Kirche. Nur zur Info. Ah, okay. Ja. Die Kirche kann den Doktor nicht riechen. Wenn du dem Doktor was zustimmst, ist es gegen die Kirche. Und wenn du gegen den Doktor bist, ist es für die Kirche. Genauso wie mit dieser weißen Magietante, der Hexe. Also aufpassen. Nächstes Mal. Der Schwarzhandel blüht, entsendet die Armee in die Straßen, um den Einhalt zu gebieten. Ja oder nein? Gut. Ja. Dann sinkt das Volk, genau. Ihr seid Brautborn, eine kühne Bande hat die Schatzkammer gegriffen. Freunde von euch? Oder ja?
Nimmst du es so hin, dass die Schatzkammer geplündert wurde, oder Freunde von euch? Freunde von euch? Genau. Ihr findet die Hälfte der Beute. So. Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen wir sie jagen? Ich werde sie selbst jagen. Oder das täuscht ihr doch nur vor? Ui. Da verändert sich viel, da verändert sich nichts. Ist die Frage. Das täuscht ihr doch nur vor, sag ich mal. Ja, aber wie gesagt, wir haben 4 Punkte, die sich verändern. Wir stehen knapp vor dem Ende. Willst du es wirklich riskieren? Dass da was sinkt? Oder willst du lieber selber jagen? Dann da jage ich sie selber, ja. Eine enttäuschende Jagd. Wir haben nur 2 Pilze gefunden. Einen braunen und einen blauen. Blauen nehme ich mal. Ja, es passieren seltsame Dinge. Der König des Westens weiß über den Zustand unseres Heers Bescheid und will uns angreifen. Mobil machen und angreifen oder zurückziehen und sammeln. Zurückziehen und sammeln. Richtig. Gebt uns genug Macht, um in euren Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Könnte man machen, weil wenn man Nein sagt, sind wir eh tot. Ne? Ja. Mach mal. Ja. Aber ich glaube, ja ist auch nicht gut, aber bitte. Ja. Die Armee hat uns dann auf dem Kicker. Was soll man machen? Ihr führt die letzte Reste eures Heeres an und sterbt auf den Stufen des Throns. Gut. Ich hatte keine andere Wahl. Stimmt, du wärst so oder so gestorben. Ja, Eduard, der 41. König. Nice, weiter geht's. Ich möchte die Basilika mit einem großen Fresko voller Allegorien eurer königlichen Tugenden schmücken. Ja oder nein? Nein. Ich möchte ein Lied vor eurer Majestät singen. Es heißt Der Narr und seine Majestät. Ja oder nein? Ja. Okay. Hört auf oder macht weiter? Das Lied hatten wir eh schon mal, glaube ich. Macht weiter. Macht weiter. Wache ergreift den Narren. Wache ergreift den Narren. Bitte folgt mir, Majestät. Erregt etwas Schreckliches geschehen. Folgen wir? Ja. Autsch. Das passt schon. Das Ereignis müssen wir eher mal machen. So. Sagen wir mal ja. So. Nach links laufen oder nach rechts laufen? Nach links. In der Ferne hört ihr Wasser fließen. Weiterlaufen oder nach rechts laufen? Weiterlaufen. Links von euch hört ihr Leute rufen. Nach links laufen oder rechts laufen? Nach rechts laufen. Anscheinend ist der Fluss ganz in der Nähe. Weiterlaufen oder nach links laufen? Weiterlaufen. Okay, sicher? Dann gehen wir nach links. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was wirst du mich dann? Ich habe so schlechte Erinnerungen gerade, aber ja. Dann nehmen wir mal weiterlaufen. Nicht in diese Richtung. Lauft nach rechts. Nach rechts laufen oder links? Nach rechts. Ich glaube, wir sollten eh der Stimme folgen, theoretisch. Lauft im Gras, hoffentlich gibt es keine Bäume. Nach links oder rechts laufen? Links. Also, okay. Ah, sie hat ja gesagt, nach rechts laufen eigentlich die Stimme, ne? Willst du dann wirklich links laufen? Dann gehen wir mal nach rechts, wie was die Stimme sagt. Links von euch hört ihr Leute rufen. Nach rechts oder links laufen? Nach rechts. Geh mal nach rechts einfach. In der Ferne hört ihr ein Wasser fließen. Nach rechts laufen oder weiterlaufen? Weiterlaufen. Die Stimme hat gesagt, nach rechts laufen, oder nicht? Oder nicht? Warum folgst du nicht der Stimme? Die Stimme kann auch lügen. Ja. Probieren wir das nächstes Mal der Stimme folgen, ne? Amai. Wow. König Wilhelm. Glückwunsch. Majestät, wie wäre es mit einer Wildschweinjagd? Ja oder nein? Nein. Alter, du Hosenscheiße, du traust dich ja gar nichts. Euer König. Was soll ja, das? Ja, mach mal. Da, 2 Pilze, braun oder blau? Ich bin braunen diesmal. Der bringt nichts. Oje, Leute, das ist leider das Problem, weil er sich nichts merkt, der gute Junge. Er merkt sich nichts. So.
Wir wollen die Hasen sehen, so. Ein heiteres Grüppchen, euer betrunkenes Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Ja oder nein? Gerechtigkeit, ja. Euer Truppen hat zu wenig Sold. Bitte bezahlt sie angemessen und pünktlich. Ja oder nein? Nein. Sicher? Okay. Sicher nein? Okay, machen wir ja, würde ich sagen. Nein, du entscheidest. Mir ist es wurscht. Ich sag nur sicher. Ja. Machen wir ja. Ich, Thomas de Rus, habe einen neuen Seehandelsweg in den Orient entdeckt. Bitte finanziert meine Expedition. Nein. Ich habe einen genialen jungen Maler entdeckt. Seine Werke sind wahre Zeichen des Göttlichen in der Welt. Bringt den her, oder ich habe zu tun. Mit den her. Wir sollten mit den Orient handeln. Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten. Ja oder nein? Ja. Seidenstraße. Der Gewürzhandel bringt jedes Jahr Einkünfte. Allerdings steigt auch das Risiko, eure Nachbarn zu verärgern. Okay. Diese Wölfe machen mich verrückt. Heute Nacht brenne ich den Wald ab. Ja oder nein? Halt ihn auf. Erst entkommen. Ihr Nichtsnutze. Macht nichts. Ihr Nichtsnutze. Sicher? Ah, ich glaube, du musst dich bei deinen Entscheidungen ein bisschen mehr überlegen. Wenn du deine Soldaten beschimpfst mit ihr Nichtsnutze, glaubst du, fördert das die Moral? Immer doch. Aber nee, machen wir doch mal nur ein... macht nix. So, und außerdem arrangiert tierische Flitterwochen. Immer noch. Spätnachts. Herr, ich bin es. Matt, etwas Furchtbares ist geschehen. Das sehe ich. Ach was, Sherlock. Das sehe ich. Eigentlich fühle ich mich nicht übel. Ziemlich stark und hungrig. Macht, was ihr wollt. Haltet es unter Kontrolle. Haltet unter Kontrolle. Und ein Mönch und einige Soldaten verschwinden auf unerklärliche Weise. John. Möchtet ihr umarmt werden? Ja. Im Land herrscht Frieden und der Handel floriert. Haltet ihr die Schatzkammer für härtere Zeiten gefüllt? Ja oder nein? Ja. Nachricht aus dem Dorf im Süden fördert Polygamie. Die Armee entsenden oder die Kirche entsenden? Wer soll sich drum kümmern? Ein Dorf im Süden fördert Polygamie. Ist mir sowas von egal, also warum sollte man den Irrbjörn senden? Naja. Die Kirche ist ja gegen Polygamie. Ich glaube, hier denkst du ein bisschen zu kompliziert vielleicht. Dann will ich die Armee. Genau. Passt. Stell dir mich einen gewissen Herrn eures Hofes vor, wie ich hörte, teilt er meine tierischen Neigungen. Oh. Ja. Majestät, sie will mich sicher auffressen, beschützt mich. Seid nicht so ein Feigling, oder ja? Ja. Oder seid nicht so ein Feigling, ja, ich weiß es nicht. Ja, hatten wir das letzte Mal. Glaube wenn ich sei nicht so ein Feigling, dann ja. Freut mich halt eben, weil wenn wir ihn beschützen, lassen wir es ja nicht zu, dass sie näher kommen, ne? Freut mich, euch kennenzulernen, Meister Puck. Ich bin eine Frau mit Klasse und suche einen Freund. Na los, Meister Puck. Oder trefft euch draußen mit ihm. Na los, Meister Puck. Ich glaube, das war nicht richtig. Aber egal. Schauen wir mal. Nächstes Mal wissen wir's. Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Ja oder nein? Ja. Ah, doch, entschuldige. Majestät, wir wollen heiraten. Ich habe die Wölfe meines Lebens gefunden. Gebt ihr uns euren Segen? Ja oder nein? Ja. Passt. Du bist der Zärtliche jetzt. Jemand hat einen reichen Kaufmann ermordet. Es heißt, der Senator steckt dahinter. Sollen wir dem nachgehen? Ja oder nein? Ja, klar. Die Nachricht lautet, es gibt Berichte, dass ein Drache in den Bergen Zerstörung anrichtet. So ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Oder General? Blödsinn. General Arlo von Dover ist ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt. Wenn er es sagt, oder vergesst es.
Vergesst es. Die Barone des Ostens greift an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja oder nein? Nein. Okay. Sicher? Nein? Ja? Ja, sicher. Tja, und sonst sind wir tot. Okay. Ja. Also ich glaube, mit den Entscheidungen hapert es ein bisschen bei dir. Aber egal. So, lang lebe der König. Wupp. Entlarve den Senator. Den Senator entlarven ist, glaube ich, das Ereignis mit dem Rennen. So. Wir haben wieder ein Symbol. Das schreibe ich mal kurz auf. Ja, also wie gesagt, du musst halt ein bisschen mehr überlegen. Ist nichts böse gemeint, aber... Du musst dir halt nur überlegen immer, was, wie könnte das enden, wenn du so reagierst für denjenigen, für die Gruppierung halt, ne? Und in dem Fall war es eben so, wenn du keine Soldaten verpflichtest, ist es ja auch nicht gut für die Armee, ne? Die hören, es steht ein Krieg bevor, ein Angriff, und du gibst nicht mehr Soldaten frei, ne? Auf gut Deutsch, ne? Das heißt, die Armee ist auch, wir kriegen nicht mehr Leute, wir können den Kampf verlieren. Ja, ist so. Wenn du jetzt Soldaten verpflichtet hättest, wäre die Armee gestiegen, weil du ja Leute dazu gibst in der Armee. Natürlich sinkt es dann beim Volk wieder, weil du ja vom Volk welche verpflichtest für die Armee. So muss man sich das jetzt so ein bisschen denken immer. Ja. Okay. Nur zur Info. So. In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Ihr oder die Kirche? Und da habe ich da eh schon gesagt, die Kirche mag die Hexe nicht und den Doktor nicht. Weil die fürs Volk sind meistens, ne? Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel ihr nehmen, dann steigt das Volk und sinkt die Kirche. Genau. Und umgekehrt wäre es umgekehrt gewesen. In einem legendären Dorf lehrt man die Kinder, Männer des Königs anzuspucken. Statuieren wir ein Exempel? Nein oder ja? Ja. Ich möchte unsere gottlosen Nachbarn besuchen, es sei denn, ihr braucht mich hier. Ja oder nein? Ja. Genug gearbeitet für heute. Wie wäre es mit ein wenig Sport, Majestät? En garde oder nein? En garde. Na dann. Ja, Kehrtechnik Geld zu verdienen? Ja, ich bin richtig reich geworden. Oder wütender Eber? Wütender Eber. Ihr wirkt wie ein leichtsinniger Wurm, der gegen einen Adler zu kämpfen versucht. Wütender Eber oder mit einem Schwert? Wütender Eber. Autsch. So. Ihr seid gut drin, Meister. Noch eine Runde? Warum nicht? Ich habe eigentlich nach rechts gedrückt. Warum hat er das jetzt nicht genommen? Verstehe ich jetzt nicht. Ich war doch auf der rechten Seite. Okay, sorry. Hat die Maus nicht mitgemacht. Im Süden hat sich ein Wunder ereignet. Eine Statue des Propheten weint Blut. Erklären wir es für echt? Ja oder nein? Überleg jetzt gut. Im Süden. Nein. Okay, darf ich jetzt verstehen, warum nein? Warum sollte man so einen Schwachsinn, Naja, du machst der Kirche einen Gefallen, theoretisch, ne? Die ist schon hoch genug, die Kirche. Also die ist überhaupt nicht hoch, die ist in der Mitte. Du kennst viele Ereignisse, wo die Kirche dann sinken wird. Okay, machen wir es mal für die Kirche. Die Königin des Südens bietet euch 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek aufbauen. Ja oder nein? Ja, kann man machen. Wir sollten ein Naturkundemuseum einrichten und Exemplare aller Lebewesen sammeln. Ich kann dort aushelfen. Ja oder nein? Nein. Ich habe am Hafen eine angesagte Taverne eröffnet. Leide mir gütigerweise etwas Geld? Ja, warum nicht? Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen. Ja oder nein? Nein. Dies ist der kälteste Winter der letzten 30 Jahre. Nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Verteilt unsere Vorräte oder da kann ich nicht helfen. Da kann ich nicht helfen.
Was sind die Tugenden eines guten Königs? Meine oder überbewertet? Überbewertet. Richtig. Wem gehört dieser Vogel? Danke. Danke. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Ja oder nein? Ja. Wir möchten eine neue Steuer für die Kirche erheben, die natürlich mit der Krone geteilt wird. Ja oder nein? Nein. Möchtest du den Rex folgen oder lassen wir es? Folgen wir ihn. Rex möchte spinnen. Nein, nicht das oder hier hol das? Hier hol das. Rex bringt einen Ball zurück. Nochmal oder genug? Nochmal. Nochmal oder genug? Nochmal. Nochmal oder genug? Genug. Ich weiß eh, was passiert. Ah, Rex bringt euch seinen einsamen Wohnwagen auf den Marktplatz. Den Wagen betreten oder nein, nicht hierher? Den Wagen betreten. Sagt nichts, ich sehe einen König oder einen Adeligen? Einen Adeligen. Tod am Boden liegen, das Zeichen von Geheimnissen auf der Stirn. Genug oder macht weiter? Macht weiter. Das macht 600 Goldstücke. Nein, ihr seid ein Gauner oder ja? Nein, ihr seid ein Gauner. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ja oder nein? Ja. Ich würde sagen nein. Warum nicht? Wir hatten doch schon einmal das mit der Liebe probiert. Vielleicht gibt es ja noch andere Dinge. Na, dann machen wir mal ja. Wie man Liebe findet? Weitere Vorschläge oder ja? Glaub, weitere Vorschläge? Liebe hatten wir, glaube ich, schon. Wie man den Teufel betrügt? Tja, wir haben ja, ja, den Teufel ja schon miterlebt, ne? Ja, oder weitere Vorschläge? Weitere Vorschläge. Wie man glücklich wird? Ja, oder weitere Vorschläge? Weitere Vorschläge. Wie man das Schicksal versucht? Ja, oder weitere Vorschläge? Ja. Gezinkte Würfel, ihr verliert keine Partie Roter Zwerg mehr. Aha. Weißt du, dieses Würfelspiel, ne? Ich habe einen neuen Ort bestialischer Verdammnis unten am Hafen gehört. Wir sollten ihn schließen. Ja, oder nicht so schnell. Bei nicht so schnell ändert sich nichts. Dann nicht so schnell. Könnte was kosten und ich habe nicht so viel Geld. Genau. Okay. Ja, das ist eh wurscht, was man da nimmt. Schlala? Tanzt mit mir oder nein? Tanzt mit mir. Gefällt euch der Laden? Ich habe ihn investiert. So viele schräge Vögel. Okay. Was macht ihr hier? Ich werde... Bin schon wieder weg. Ich bin schon weg. Genug, Majestät, ihr müsst das stinkende Loch schließen. Ja oder nein? Da ist beides gefährlich jetzt. Da ist jetzt beides gefährlich. Dann machen wir ja. Ja, es ist leider nicht ausgegangen. Schade. Ja, das andere wäre die Kirche gewesen, ne? Schade. Wie gesagt, wenn man weiße Magie lernt, jetzt haben wir schon das Schicksal haben wir und die Liebe haben wir. Das heißt, wir brauchen noch den Teufel und das andere noch, das mit glücklich sein, ne? Theoretisch. No. Yes, der Vollstrecker ist ein fauler Heuchler, ich mag ihn nicht. Ja oder nein?
Nein. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Ja oder nein? Nein. Nein? Okay. Man kann nicht so gut vorbereitet sein. Wir müssten mehr Soldaten rekrutieren. Ja oder nein? Ja. Ich möchte eine Messe zum Andenken an meinen Vater lesen. Ja oder nein? Nein. Ich mag Puck nicht. Er ist ein winselnder Lügner. Aber ein nützlicher oder ihr habt recht? Aber ein nützlicher. Der Feind greift unsere Botschaft an. Wir müssen sie beschützen, wenn der Krieg irgendwann enden soll. Ja oder nein? Ja. Der kälteste Winter. Verteile unsere Vorräte oder da kann ich nicht helfen? Da kann ich nicht helfen. Ja, das war's. Okay. Hui. Also dich würde ich, glaube ich, nicht als König zulassen. Eure Priester und Mönche sind keine Abgesandten des Herrn. Ist ja auch alles so realistisch, was da ist. Ja, aber gravierende Entscheidungen. Doch, sind sie oder nein, wirklich nicht? Noch sind sie. Ihr habt die Kirche überzeugt, in Kinderarbeit zu investieren. Seid ihr dabei? Nein. Aber Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Ja oder nein? Ja. Ein dicker Kerl mit falschem Bart und rotem Mantel verteilt auf der Straße wahllos Geschenke an Kinder. Nicht mein Problem oder Henker? Henker. Woher wusste ihr, dass ich es bin? Ich wollte bloß ein paar Umarmungen, Liebe und viel Süßes verteilen. Dafür werdet ihr bezahlen? Ihr seid schräg. Seid schräg. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. General? Oder Werwölfe? Werwölfe? Nein, ich nicht. Bezeichne es lieber als schlimme Mangel körperlicher Bewegungen. Okay, da ist, glaube ich, eh wurscht. Viele Leute müssen hingerichtet werden. Ich brauche die Hilfe der Armee. Nein? Oder ja? No. Der Krieg ist lang und schmerzhaft. Bittet um einen Waffenstillstand. Ja oder nein? Nein. Gehen wir das Frühlingsfest? Ja. Braucht denn Darlehen, Majestät? 8000 Goldstücke zu 5%? Ja. Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Ja oder nein? Ja. Ich brauche ein kleines Heer abgebrühter Soldaten für einen netten Staatsstreich im Orient. Nein oder ja? Ja. Majestät, es wird Zeit, eure Schulden zu begleichen. Ihr seid tot. Oder ja? Ja. Nicht, ihr seid tot? Ja. Okay. Wer hat diese Antwort gegeben? Der König oder der Mensch? Der Mensch. Eine eurer Entscheidungen wird tausend von Unschuldigen den Tod bringen. Welche oder nein? Welche? Ich habe einen Rechtsstreit mit einem eurer Händler in einem Reich dauern Verfahren viel zu lange. Ich reformiere die Justiz oder viel Glück? Ich reformiere die Justiz. Die Winger greifen an. Greift sie an oder verteidigt das Land? Greift sie an. Ich möchte ein paar Läden für meine Tränke und Amulette eröffnen. Ja oder nein? Nein. Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Ja oder nein? Nein. Der schwarze Tod schließt die Burgtür oder verbrennt sie? Helft dem Rest. Hm.
Schließ die Burgtore. Haben wir wieder das Problem wieder. Stadtwache Befehl, rettet die Opfer. Oder verhindert Plünderungen, ne? Rettet die Opfer. Abgewirtschaftet, das war's. So. Also bei der Pest wählst du auch immer das Falsche, jedes Mal. Aber ja, ist so. Ein Greif hat den Garnison von Süden her verwüstet. Geld schicken oder ignorieren? Ignorieren. Ich könnte ein Hospital eröffnen, um die Folgen künftiger Seuchen zu begrenzen. Ja? Oder was ist mit dem Doktor? Ja. Pflegezentrum, so. Majestät, unser Handelsbeziehung zum Osten verschlechtern sich rapide. Dort ist man viel reicher als hier. Welche Optionen haben wir oder ich will nichts davon hören? Welche Optionen haben wir? Wie wäre es mit einem Kreuzzug? Klingt gut oder nein? Klingt gut. Oh, Alter. Sind wir bald wieder hier. Letzte Nacht habe ich merkwürdige Geräusche in der Burg gehört. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Ja oder nein? Ja. Knapp. Wir wollen Gerechtigkeit. Ja oder nein? Nein. Ein Gesandter des Sultans möchte euch in Lamarkus treffen. Ja oder nein? Ja. Ah, der Kreuzzug muss aufhören. Nehmt unsere Schätze, aber zieht eure Heere ab. Er erreicht hier nichts. Ja oder nein? Ja. Das war der kürzeste Kreuzzug. Okay. Ich möchte ein Lied für eure Majestät singen. Ja. Ja oder nein? Ja. Macht weiter oder hört auf? Macht weiter. Macht weiter oder wache? Macht weiter. Vielen Dank. Oder was für ein hässliches Lied? Was für ein grässliches Lied? Genau. Forschung in der Waffen- und Kriegskunst. Unterstützt ihr mich? Ja oder nein? Schwer. Ich würde sagen... Ja, machen wir es mal. Okay. Aber was können wir tun oder ist mir egal? Die Ostgrenze ist unruhig. Ist mir egal. Majestät, das ist ein mächtiger Anführer. Ich verneige mich vor eurer Größe. Tiefer oder sehr nett von euch? Sehr nett von euch. Einverstanden oder Sitz? Einverstanden. Prinzessin verlobt, ja oder nein? Ja. Das ist immer alles. Je, Rex jault verzweifelt. Irgendwas stimmt nicht. Den Hund streicheln oder den Hund treten? Den Hund streicheln. Es ist soweit. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Diabolus, die Zeit ist verschwunden, der Raum aus den Fugen. Und da ist er wieder. Euer Mund schließt sich, als hättet ihr nie einen gehabt. Kleiner König, kleine Marionette. Eure Macht ist absolut. Wenn ich es will. Eure Verzweiflung ist endlos. Wenn ich es wünsche. Unser Spielchen wird langweilig. Ich glaube, 1998 wird mein letzter Besuch. Also 1998 dann. Und jetzt zeigt mir eure Vorliebe. Derjenige, den ihr bestimmt, wird sterben. Versprochen. Ich scheitere nie. Merkt ihr diese Worte, was er sagt? Merkt ihr das? Lest sie dir vor. Lest sie dir durch noch einmal. Diejenigen, den ihr bestimmt, wird sterben. Versprochen. Ich scheitere nie, okay? Genau. Das heißt, jetzt müssen wir wieder entscheiden. Todeswunsch. Der nächste Charakter, zu dem ihr Ja sagt, wird sterben. Es sterben gleich zwei. Mein König, ich bin schwanger. Endlich ein Erbe, ja. Nehmen wir?
Nein, das andere? Endlich ein Erbe, ja. Mach mal den Erbe. Königin steht vor der Niederkunft, aber etwas läuft schief. Wir können nicht ziehen, das Kind retten. Rettet das Kind oder rettet die Königin? Rettet das Kind. Der Mündungstropfen von Sessel ist gefährlich für Reisende. Wir sollten es säubern. Ja oder nein? Nein. All unsere Katapulte wurden sabotiert. Findet die Verräter oder Gott wird uns schützen? Findet die Verräter. Vater, der Sohn des Generals will nicht, dass ich der nächste König werde. Ihr werdet König sein oder tragt eure Kämpfe selbst aus? Ihr werdet König sein. Ich möchte ein Lied für euch schreiben. Ich habe schon eine gute Idee. Welche oder heute nicht? Welche? Schlachtgesang zum Sammeln eurer Krieger? Oh, wir brauchen einen Schlachtgesang. Ja. Oder nee. Weitere Vorschläge? Weitere Vorschläge. Blöd, gell? Ja. Weitere Vorschläge. Darf ich mit eurem Segen völlig freischreiben? Ja? Oder weitere Vorschläge? Ich muss ja sowieso gar nicht am Ende, also ja. Später in diesem Jahr wird eine schrecklich zugerichtete Leiche aufgefunden. Tja. So können wir die Aufgabe aber, glaube ich, nicht abschließen, außer sie kommt dann wieder, eventuell. Ich kenne einen berühmten Minnesänger. Lass die Luft von lieblichen Melodien erfüllen. Ja oder nein? Ja. Die Ernte war schrecklich. Die Leute hungern. Bitte senkt die Steuern, Majestät. Ja? Oder wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Hochzeit mit der Prinzessin, ja? Ja. Da ist er wieder. Das ist der andere Minnesänger jetzt. Mir fehlen die Worte. Oder musikalischer Hofverrat? Mir fehlen die Worte. Geld ist nichts im Vergleich zur Schönheit, aber ihr findet, dass der Minnesänger seinen Lohn verdient hat. Ich habe meinen jüngeren Bruder eingeladen, das Frühlingsfest mit uns zu feiern. Wie reizend oder nein? Wie reizend. Seine Truppen waren der Wache weit überlegen. Na schön, nein. Na schön. Beachtet mich gar nicht. Ich bin nur für ein paar Jahre zu Besuch. Nichts Endgültiges. Nein oder ja? Nein. Vielleicht ein Zeichen, dass ich das Reich regieren sollte. Wäre lustig vielleicht, ne? Aber es wird eh nicht eintreffen, glaube ich. Nicht, dass ich... Nein. möchtet ihr es anerkennen, das Wunder? Ja oder nein? Ja. Bist da du sicher? Okay, nein. Wie ich gerade sehe, wie rot die Kirche schon ist, also nein. Eben. Müde der Menge greift das große Freudenhaus der Stadt an. Die Mädchen sollen vom Teufel besessen sein. Zerstreut die Menge oder ich muss erst mehr wissen? Ich muss erst mehr wissen. Bitte gebietet dem feigen und dummen Massaker an unschuldigen Jungfrauen Einhalt. Ja oder nein? Nein. Nein? Okay, ja. Stimmt schon, ja. Du denkst nicht nach, oder? Kann das sein? Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Ja oder nein? Ja. Nein. Na was jetzt? Nein, wir haben kein Geld mehr dafür. Königin Anna wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht? Ja oder nein? Wenn sie vom Volk und der Armee geliebt wird. Ja, gib mir Macht. Dorsten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollen wir den Westen um Hilfe bitten? Ja oder nein? Nein. Die Kirche befindet sich in einer Krise. Ihr müsst unsere Religion reformieren. Natürlich, los geht's. Oder Moment, nicht so schnell. Moment, nicht so schnell.
Getreide ist derzeit mehr billig. Er sollte den Brotpreis anpassen. Verdoppelt ihn oder hebt ihn leicht an? Hebt ihn leicht an. Was sollten mit dem Orient handeln? Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten. Ja oder nein? Puh, das ist jetzt die Frage, ob das Volk... Gehen wir das Risiko ein mit Ja, oder? Ja, gehen wir das Risiko mal ein. Ah, hat er fürs Volk auch gegolten, Gott sei Dank. Seidenstraße. Unsere guten Leute versammeln sich jeden Freitag, um zu einem Ruhmlieder zu singen. Warum tun sie das? Oder sehr schön? Sehr schön. Wie? Sie haben Angst vor euch und eurer Armee. Und das ist gut so? Oder eigentlich bin ich nett? Eigentlich bin ich nett. Glitschige Schlange schleicht sie in euren Ärmel. Ja, schert euch fort. Schert euch fort. Zucker. Weißt du, wie wär's mit deinem Wildschweinjagd? Na. Bei der Jagd hattet ihr einen schrecklichen Unfall. Ihr blutet zu sehr. Holt den Doktor oder lasst mich in Ruhe. Oh, lasst mich in Ruhe. Holt den Doktor. Probier mal, lasst mich in Ruhe. Doktor holen? Ja. Ihr sterbt am Wundbrand. Es gibt nichts, was ich tun kann. Oh, ist ja schon vorbei. Ihr sieht in eurem Bett dahin und sterbt allein. Wow. Hätten wir doch das andere vielleicht genommen. Aber egal. Wurscht. Puh. Naja. Durch neue landwirtschaftliche Methoden hatten wir bessere Ernte. Was soll mit den Einkünften geschehen? Teilen wir sie oder alles meins? Naja, teilen wir sie. Sicher? Weil dann hätten wir gleich am Anfang sehr viel Geld für Sachen. Theoretisch. Was passiert bei teilen wir sie? Naja. Okay. Vergiss nicht, fetter Punkt. Wir haben mal egoistisch einfach mal. Kostet ja nichts. Genau. Oh, blaue oder braune Pilze? Oder nehmen wir gar keinen? Wir müssen noch nicht. In den braunen. Nein, du kannst nur den blauen nehmen. Oder lassen wir es? Dann nehmen wir den blauen Pilz einfach mal. Genau, aber jetzt hast du das Problem, dass dein Excalibur-Schwert weg ist, ne? Oder ist es noch da? Nein. Du hast es quasi überschrieben, dein Excalibur-Schwert, dein seltenes Schwert. Schade. All unsere Katapulte wurden sabotiert. Finde die Verräter oder Gott wird uns schützen. Finde die Verräter. Vielleicht können wir dank der diplomatischen Bemühungen unserer Botschaften dauerhaft für Frieden sorgen. Ja oder nein? Mhm. Ja. Euer Herr schikaniert mein Volk im Namen eures Gottes. Das ist ein Verbrechen. Verurteilt es? Ja oder nein? Nein. Die Händlerkilde verkauft Waren, die traditionell im Kloster hergestellt werden. Setzt dem ein Ende. Ja oder nein? Nein. Die Gilde möchte euch 50% der Gewinne aus dem Opiumhandel anbieten, wenn sie dafür eine Armee aufstellen darf. Ja? Oder das ist zu großzügig? Das ist zu großzügig. Ich sehe 1000 Boote. General oder jeder hat seine Hingespinste? Die hat seine Hingespinste. Juni Schandball sollte zerstückelt werden. Dürfen wir bitte? Der Trottel hat eine Blide zerstört. Nicht zu feierlich oder Julius Schandmal? Julius Schandmal. Ich habe gegen einen riesen Tennis gespielt, er hat gewonnen. Verschwindet oder bezahlt den Schaden? Verschwindet. Ein Krake wurde an den Ufern des Königreichs gesichtet. Die Fischer haben Angst. General oder lasst uns beten?
Lass uns beten. Diplomatischer Vorfall hat den Handel auf der Seidenstraße unterbrochen. Helft uns, ins fortzusetzen. Ja oder nein? Nein. Wieso nein? Hätte ich jetzt nochmal gefragt, nur so. Nochmal, ein diplomatischer Vorfall hat den Handel auf der Seitenstraße unterbrochen. Helft uns, ihn fortzusetzen. Seitenstraße. Der Gewürzhandel bringt jedes Jahr Einkünfte, allerdings steigt auch das Risiko, eure Nachbarn zu verärgern. Ja, wie du willst, dann nimm mal nein, ne? Na ja. Beim Kram nach Gold fand mir eine seltsame Gruft. Willst du in die Gruft hineingehen? Versiegelt sie sofort. Einer meiner wilden Freundinnen braucht Blut für eine Feier. Kann ich mich in eurem Hospital bedienen? Ja oder nein? Braucht Blut für eine Feier? Nein? Ich möchte euch ein mobiles Bild von der Hand fertigen her. Ein mobiles Bild? Oder ein mobiles Bild? Ich werde es also auf den Körper meinen, das ist moderne Kunst, ja oder nein? Ja, warum nicht? In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobold. Wer soll sich um die Sache kümmern? Ihr oder die Kirche? Die Kirche. Möchte die junge Prinzessin des benachbarten Königs heiraten? Ja. Ich möchte ein Turnier ausrichten, ja oder nein? Oh, Turnier hatten wir, glaube ich, hatten wir das schon? Weiß ich nicht. Mama, ja. Ich mache einen Spaziergang im Garten. Möchtet ihr mich begleiten, Majestät? Gern oder ich habe zu tun? Gern. Pass auf, gell? Nicht, dass wir dann verliebt sind und wieder dauerhaft was sinkt, gell? Wollte ich nur anmerken. Dann, ich habe zu tun. Was denn? Damit haben wir Probleme schon gehabt. Meine Forschung hat noch nichts ergeben. Soll ich sie weiterführen? Ja? Oder nein? Nein. Eure Händler machen den Gewürzhandel unter sich aus. Die Öffnung des Handels wird uns 10-mal mehr bringen. Ja oder nein? Ja. Die Nachricht lautet, es gibt Berichte, dass ein Drache in den Bergen gesichtet. So ein Blödsinn oder General? So ein Blödsinn. Wem gehört dieser Vogel oder danke? Ich glaube letztens... Wem dieser Vogel? Genau. Ihr seid so klug, Majestät. Ihr seid uns ein Beispiel. Kommt zur Sache oder ja? Ja. Ich habe eine Bitte. Würdet ihr mir die großen gebirgige Gegend in der Ostgrenze als Lehen geben? Ja oder nein? Nein. Der Kriegsherr des Ostens will euch treffen. Wir können uns leicht vernichten. Empfangen wir ihn wie ein König? Ja oder nein? Ja. Das war wieder der Typ. Ich oder was? Ich? Soll er übersetzen? Klar. Er entfernt ein großes Fleischstück von seinem Mantel und hält es euch hin. Essen oder Gottfried der Ruß ansehen? Davon essen. Mit Kauderwäsche antworten oder Gottfried der Ruß ansehen? Kann man nur so ansehen. Zeit ist das Schild des Helden. Raum ist das Schwert des Nahen. Ich glaube, das war gut, gell? Damals. Genau. Wir haben Reitbewegungen nach. Ihm ein Pferd geben oder Gott für die Ruse ansehen? Ja, ein Pferd geben. Er deutet auf sein Gesicht. Grimasse schneiden oder Gott für die Ruse ansehen? Gott für die Ruse ansehen. Er sagt, die Maus sei orange. Seufzen wir, oder? Seufzen, ja. Ja, passt. Ihn trösten oder Gottfried der Ruß ansehen? Trösten. Ihm ein Pferd geben oder Gottfried der Ruß ansehen? Gottfried der Ruß ansehen.
Sein Hinter tut weh vom vielen Reiten. Nicht antworten oder sagt ihm, er tut mir leid. Sag ihm, tut mir leid. Okay, Fleischstück. Essen oder Gottfried der Russ ansehen? Gottfried der Russ ansehen. Er sucht einen Eimer, in dem er sein verdorbenes Abendessen entsorgen kann. Das Fleisch wegwerfen oder meine Burg ist keine Müllkippe? Das Fleisch wegwerfen. Mit Kauderwäsche antworten oder Gottfried der Russ ansehen? Gottfried der Russ ansehen. Was? Raum ist zeitlich schwer. So, dann machen wir mal auch Gottfried der Russ ansehen. Dann machen wir mal das hier. Achso. Nein. Da bei dem Trösten machen wir mal das. Er spricht euch sein Beileid zum Verlust eurer Moral aus oder eures Pferdes, könnte es sein. Wütend auf den Tisch schauen oder übersetzt grottig? Wütend auf den Tisch schauen. Ja, okay. Schneiden wir mal Grimasse. Okay. Beim Lachen soll man mitlachen? Oder? Ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. So, Raum ist das Schild, ja. Gottfried der Russ ansehen. Machen wir mal Seufzen. Genau, das passt auch. Lachen, lachen, mitlachen, gell, haben wir gesagt, oder? War das richtig? Haben wir eben gemacht, haben wir gelacht. Ja, war das richtig oder war falsch? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das war falsch. Er sagt, es sei in der Stimmung, Feinde zu erschlagen und Blut aus den Schädel zu trinken. Wein anbieten, oder? Ja. Dann ihm ein Pferd geben. Seufzen, so. Das passt auch. Fleischstück. Das war das verdorbene Fleischstück. Alter, Ende nie. So, Raum ist das Schwert, so. Haben wir mitgelacht beim Lachen? Nein, das war ja falsch, glaube ich, oder? Genau. Wein anbieten. Das war mit der Maus, das war schon richtig. So. Ihn trösten. Nein, das war auf den Tisch schauen. Passt. Dann nehmen wir Gottfried. Dann meine Burg ist keine Müllkippe. Ja, passt. Ansehen, nicht antworten. Weiter, das Ende nie. Trösten, nein, das war das. Genau, auf den Tisch schauen. Na super. Gott verdirbt, ja. Ende nie irgendwie. Gott für der Russe ansehen. Genau, da haben wir jetzt drei hintereinander. Jetzt haben wir es endlich. Soll ich sagen, ich oder Gottfried der Russ ansehen? Ich. Er sagt, er mag euch und will euch gnädigerweise seine Hilfe anbieten, also gut? Also gut. Oder hat das all das gesagt? Also gut, oder? Jo. Ah, überredet den Barbaren zu helfen, na bitte. Der Polyglotte, haben wir geschafft, nice. Das war nicht alles, immer wenn ein Krieg ausbricht, kann Bran der Grimmige kommen und euch helfen, einverstanden? Ja. Gottfried der Russ und Bran der Grimmige raufen lachend miteinander. In den nächsten Tagen zecht ihr heftig, dann reißt er ab. Okay. In einem legenden Dorf lehrt man die Kinder, Männer des Königs anzuspucken. Exempel statuieren oder nicht? Nein. Eure Soldaten verlangen von einigen Priestern ihre gemeine Schutzgeld. Bähne das. Ja? Oder nein? Okay. Ja. Lüge, bevor ihr nur das Geld ein, das sie an die Krone einrichten müssen. Ihr seid so nachsichtig mit ihnen. Also gut, oder senkt die Steuern? Also gut. Ich möchte unsere gottlosen Nachbarn besuchen, es sei denn, ihr braucht mich hier. Ja oder nein? Nein. So, der geht. Bitte folgt mir, Majestät. Ah, da haben wir wieder das. Nehmen wir das?
Probieren wir mal der Stimme folgen jetzt. Wirklich, ne? So. Ihr hört in der Ferne Wasser fließen. Weiterlaufen oder nach rechts laufen? Nach rechts laufen. Okay, dann weiterlaufen. Ja. Passt schon. Hier lang, hier lang. Nach rechts laufen oder der Stimme folgen? Der Stimme folgen. Anscheinend ist ein Fluss in der Nähe. Nach links laufen oder weiterlaufen? Weiterlaufen. Ihr lauft über Gras, hoffentlich gibt es keine Bäume. Nach rechts oder links laufen? Nach links. Ihr rennt durchs Dunkel, so schnell ihr könnt. Nach links laufen oder rechts laufen? Nach links. Links von euch hört ihr Leute rufen. Nach links laufen oder rechts laufen? Nach rechts. In der Ferne hört ihr Wasser fließen. Nach rechts laufen oder weiterlaufen? Nach rechts laufen. Nicht in diese Richtung. Lauft nach rechts. Nach rechts oder links laufen? Rechts. Anscheinend ist ein Fluss in der Nähe. Weiterlaufen oder nach links laufen? Nach links. Bist du sicher? Wieder. Bin mir ziemlich sicher. In der Ferne hört ihr Wasser fließen. Weiterlaufen oder nach rechts laufen? Nach rechts laufen. Links von euch hört ihr Leute rufen. Nach rechts laufen oder nach links laufen? Nach links. Ihr rennt schnell durchs Dunkel, so schnell ihr könnt. Nach links laufen oder rechts laufen? Nach rechts. So kommt man nicht an, wenn du immer zickzack rennst. Das ist ja Wahnsinn. Anscheinend ist ein Fluss in der Nähe. Weiterlaufen oder links laufen? Weiterlaufen. Links von euch hört ihr Leute rufen. Nach rechts laufen oder links laufen? Nach rechts. Nicht in diese Richtung. Lauft nach rechts. Nach rechts. Ihr rennt durchs Dunkel, so schnell ihr könnt. Nach rechts laufen oder links? Nach rechts. Links von euch hört ihr Leute rufen. Trotzdem nach links nach laufen rechts. Oder rechts? Nach rechts. Ihr lauft über Gras. Nach rechts laufen oder nach links? Nach rechts. In der Ferne könnt ihr Wasser hören. Nach rechts laufen oder weiterlaufen? Nach rechts. Hier lang, hier lang. Nach rechts laufen oder der Stimme folgen? Der Stimme folgen. Nicht in diese Richtung. Lauft nach rechts. Nach rechts. Ihr rennt durchs Dunkel, so schnell ihr könnt. Nach rechts laufen oder nach links? Nach rechts. Ihr könnt jetzt aufhören zu laufen. Weiterlaufen oder anhalten? Anhalten. Ich bin es, Fräulein Taraskul. Psst, Sie kommen. Nach hinten sehen oder nicht bewegen? Nach hinten sehen. Ihr liegt hinter einem großen Baumstumpf. Männer mit Fackeln kommen vorbei, ohne euch zu bemerken. Wir sind sicher, Majestät. Wir sollen zur Burg zurückkehren. Vielen Dank. Oder was ist geschehen? Was ist geschehen? Ich bin euch aus der Burg gefolgt und sah, was Gottfried de Roos euch angetan hat. Vielen Dank. Ihr wart sehr mutig. Ihr wart sehr mutig. Oh, wir haben Liebe wieder. Verdammt. Sollen wir nachgehen? Ja oder nein? Schnell? Ja. Ja, mach mal mein Lied. Ja, mach mal. Uns fehlt immer noch die Zeit. Ah, ich kann auf Ja drücken. Okay. Ihr könnt nicht Nein zu mir sagen. Eure Wirkung des Bands, in dem ihr mir unterliegt. Ihr wisst, was es nichts mit Liebe zu tun hat. Tut mir leid, aber ihr musstet mir unbedingt zuhören. Dieser Bann und alles, was euch zusteht, ist eine vom Teufel inszenierte Maskerade. Der Senator ist niemand anderer als ich. Nach jahrelangem Ränken kann ich euch jetzt mitsprechen, während der Teufel sich mit meinem Chaos befasst. Wir haben nicht viel Zeit, hört gut zu, es gibt nur einen Weg, den Teufel zu betrügen. Verlangt, dass er eine unmögliche Aufgabe erfüllt. Etwas, das nie geschehen wird, so sehr er sich auch bemüht. Merkt ihr das auch? Wie können wir den Teufel austricksen? Wir müssen ihm quasi eine Aufgabe geben, die er nicht erfüllen kann. So. Ja. Ich muss gehen. Sie deutet, euch still zu sein. Tun wir, als habe dieses Gespräch nicht stattgefunden. Ja. Wir haben zwar den Senator entlarvt, aber wir sind tot. Alter Gott. Aber wir haben eine Aufgabe wieder. Nice. So, was kommt jetzt? Betrügte Teufel. Okay.
Eure Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Warte mal. Wie lange rennt denn der schon? Eine Stunde, okay. Naja, werden wir dann bald beenden. So. Sollen wir einen Turm bauen, ja oder nein? Ja. Oh, Rex, folgen wir ihn oder nicht? Sitz. So, das ist mal viel reicher als hier im Osten. Welche Optionen haben wir oder ich will nichts davon hören? Welche Optionen haben wir? Ein Kreuzzug, ja oder nein? Nein. Könnte ich auch unter vier Augen sprechen? Der Priester müsste warten, aber es ist sehr wichtig. Ja oder nein? Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Der Doktor betritt den Nebenraum und redet nervös auf euch ein. Sir Chest war letzte Woche krank. Im Schlaf redend verriet Sir Chest Einzelheiten einer Verschwörung gegen euch. Lasst ihn herbringen. Ja oder nein? Ja. Das ist nicht wahr, euer Doktor ist niederträchtig. Ihr solltet ihn nach dem verborgenen Raum fragen. Doktor, oder sagt mir die Wahrheit? Sagt mir die Wahrheit. Als ihr den Satz beendet, fährt Sir Chest auf die Knie und schreit: Der Senator! Kein Puls, das ist Gift. Jemand will nicht, dass er redet. Was diesen Raum betrifft, oder ja? Ja. Die Bergleute weigern sich tiefer zu kommen. Sie wollen mehr Geld. Ja oder nein? Nein. Hatte der Staatskampf für härtere Zeiten gefühlt? Ja oder nein? Ja. Wir wollen Gerechtigkeit. Das Kloster wird geplündert. Ja oder nein? Ja. 20. Geburtstag, wir sollten feiern. Ja oder nein? Ja. Dieses Jahr geschieht aber auch gar nichts. Die Armee langweilt sich zu Tode. Verteilt Wein oder geht exerzieren? Wir exerzieren. Daumuamo, Diplomat rufen oder ich? Diplomat rufen. Er bietet uns an, bei der Zusammenarbeit der wichtigsten Länder des Kontinents mitzuwirken. Ja oder nein? Ja. Einverstanden oder Sitz? Einverstanden. Entsendet die Armee oder das ist nicht wahr? Das ist nicht wahr. Ist das Glück eures Volkes ein vernünftiges Ziel? Kommt drauf an. Oder es ist mein Bestreben? Kommt drauf an. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ja oder nein? Ja. Sicher? Ja. Okay. Aber zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr meine Zeit wert seid. Ja oder nein? Ja. Sprecht das heilige Wort Zagando nach Art des Ostens aus. Ja, was nehmen wir? Das erste. Was, das hier? Das andere. Das da? Ja. Das war nicht die richtige Antwort. Hast du auch schon wieder vergessen. Ja. Eure Mine fördert nicht genug Eisenerz für die Herstellung von Waffen. Müssen sie im Ausland kaufen. Ja oder nein? Ja. Euer Priester und Mönche sind kein abgesandtes Herrn. Doch sind sie? Oder nein, wirklich nicht? Doch sind sie. Ich möchte einige der astronomischen Wunder mit euch teilen, die mein Volk entdeckt hat. Ja oder nein? Nein. Händler Gilder möchte den Marktplatz der Hauptstadt mit einer Statue eurer Majestät schmücken. Ja oder nein? Nein. Wir können ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen. General oder Werwölfe? General! Wahrscheinlich ein Fall von Lykantrophie. Damit befasse ich mich nicht. Werwölfe oder ich befehle es euch? Befehle es euch. General Arnulf von Dover wirft die Mönche ins Gefängnis. Unter Folter gestehen sie tatsächlich, Werwölfe zu sein. Nein, ich glaube nicht. Ja,
Ich oder nun? Ist eh wurscht, glaube ich. Ich brauche ein kleines Heer abgebrühter Soldaten für einen netten Staatsstreich im Orient. Ja oder nein? Nein. Eine junge Frau behauptet, ihr Sohn sei von euch. Sollen wir das Problem beseitigen? Ja oder nein? Nein. Schnell wird klar, dass der Sohn euch erhalten bleibt. Ich sehe 1000 Boote voll mit großen Männern. General? Oder jeder hat seine Hirngespinste? General. Ich möchte ein Messer zum Andenken an den Vater lesen, ja oder nein? Ja. Hühnerfleisch ist immens teuer. Die Leute spekulieren, wir sollten ankündigen, den Handel zu regulieren. Ja oder nein? Ja. Eine Drohung, den Preis für Hühnerfleisch zu regulieren, beeinflusst den Markt positiv. Ich bin nicht da, ich bin ein Schatten. Wie bitte? Soll das ein Scherz sein? Soll das ein Scherz sein? Die Wikinger greifen uns an. Sagen wir, greift sie an oder verteidigt das Land? Greift sie an. Die Baronen Sossen greifen an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja oder nein? Ja. Die können sie bitte da 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek bauen. Ja oder nein? Ja. Die Kröten im Teich quaken über den Senator. Die Kröten oder schert euch fort? Schert euch fort. Handel, Seehandelsweg. Willst du sponsern oder nein? Lieber nicht. Nein. Der Turm der Basilika verfällt. Wir brauchen eure Hilfe. Ja. Oder nein? Nein. Glitschige Schlange, schleicht er fort oder ja? Ja? Das sind dann bitte Hilfe. Sollen wir Soldaten als neutrale Beobachter schicken? Sie zahlen auch. Ja. Großes Landes fährt falsche Götter. Wir müssen Hexen verbrennen. Das will ich gar nicht wissen, oder nein, bestimmt nicht. Nein, bestimmt nicht. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Ja oder nein? Ja. Soldaten waren übereifrig. Jetzt befinden wir uns im Krieg mit dem Süden und dem Westen. Nett. Oder bringt die Armee zurück? Bringt die Armee zurück. Die Leute haben Angst und machen jetzt euch für die Anschläge verantwortlich. Sie wollen euren Kopf. Bewahren eine Runde oder ruft die Armee. Bewahren wir Ruhe. Die Menge hört kaum zu und formiert sich vor der Burg. Ich glaube, das war's. Auf den Straßen ist Anarchie, Majestät. Aufständische dringen in die Burg vor. Die immer gewalttätigere Menge steckt eure Gemächer in Brand. Ihr sterbt beim Sprung aus dem Fenster. Aber ich glaube, das war kein neuer Tod. Nein, den hatten wir schon. Tja. Und da haben wir ein Pentagramm als Zeichen. Nee. Okay, mein Pentagramm schaut aus wie Penta hingeschissen. Aber ist wurscht. Lassen wir mal so stehen. Gut. Zahlen wir den Truppen mehr oder nein? Nein. Ein Lied für Eure Majestät. Ja oder nein? Ja. Weiter oder hört auf? Hört auf. Wer soll sich kümmern? Sie oder die Kirche? Ist beides gleich. Dann nehme ich mal sie. Wie wäre es mit einer mitreißenden Rede vor den Händlern? Ja oder nein? Ja. Oh, ein Lied schreiben. Mach mal ein Lied. Ja. Ein Volkslied, das die Leute in den Alltag beflügelt. Nein, machen wir mal.
dich die Lanya. Weitere Vorschläge? Lanya. Eine Hymne zu Ehren des Himmels. Ein Schlachtgesang zum Sammeln eurer Krieger. Da haben wir's. Machen wir das? So. Einen Überfall. Ein Drache soll einen Überfall auf eure Schatzkammer planen. Verstärkt die Wachen oder sicher nur eine Echse? Nicht nur eine Echse. Kein Grund zur Beleidigung. En garde oder hier bitte der Schatz? En garde. Der Drache erweist sich letztlich als tödliche Gefahr. Okay. Danke. Okay. Ein Riese erschüttert die Erde bei Pavoli. Schickt eure Priester zur Hilfe. Entsendet die Armee oder ja? Ja. Okay. Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten, ja oder nein? Ja. Seidenstraße einmal wieder. Leute wollen euch aufwachen und ins Bad gehen sehen. Für dieses Privileg werden sie bezahlen. Wirklich oder nein? Wirklich? Ein Herzog hat ein feudales Recht wieder eingeführt. Er darf die erste Nacht mit einer Untertane verbringen. Lasst ihn gewähren oder das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Fanatiker haben das Hospital geplündert. Sie meinen, nur Gott könne sie durch eure Berührung heilen, Majestät. Ja. Oder nein? Ja. Der Tropfenfluss ist wieder ausgetrocknet. Wir sollten einen Damm bauen. Ja oder nein? Nein. Die Gilde möchte 50% der Gewinne aus dem Opiumhandel anbieten. Ja? Dafür kriegen sie eine Armee. Ja. Oder das ist zu großzügig. Ja. Wir haben wieder verloren. Er ist zu viel, dass sie daran erstickt. Die Betrunkenen bemerken euren Tod erst am nächsten Morgen. Aber es war ein neuer Tod. Na bitte. Läuft. Jakob, okay. Wir sterben viele Tote, so muss das. So. Wenn wir alle Tote haben wollen, dann müssen wir... Ja, ja. Brauche ich hierfür ein Achievement. So, Leute, aber jetzt mache ich mal ein Run. Jetzt bin ich mal dran. No. Sollen wir weitergraben? Ja, trotzdem. Aber ich bin eh gleich tot. Was? Ich habe eine Maschine erfunden, die druckt? Das ist Werk des Teufels. Gut gemacht. Entdeckt das Drucken. Ah, okay. Lang lebe der König. Ich werde für das Wohlergehen eurer Majestät beten. Ja, mach mal. Wie wünscht ihr die Regeln eurer Seele beschreiben? Als vernünftig und wechselhaft? Ist kampflustig. Ja, machen wir mal das. So. Ja, machen wir mal Quarantäne. Nein, die Gruft mache ich jetzt nicht. Bitte befasst euch damit. Nein, machen wir nicht. Fängt ein Ausgangssperr auf den Straßentaubstelle, ist es nachts nicht sicher. Nein. Lasst mich Befestigung um die Hauptstadt herumrichten, das ist teuer, aber es lohnt sich. Ja. Oh Gottes Willen. Ich bin gleich tot. Hohe Mauern, die Befestigung eignet sich hervorragend, Invasionen abzuwenden. Nützlich, wenn eure Armee schwach ist. Vielleicht können wir dank der diplomatischen mit unserer Botschaft dauerhaft für Frieden sorgen. Seid ihr einverstanden? So. Die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen sie jagen? Ich werde sie selbst jagen. Heute Abend gibt es übriges Bankett. Verteilt das Fleisch an das Volk. Nein, wir machen das. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Nein. Sendet die Armee in die Straße, um den Einhalt zu gebieten. Nein. Ich bin bereit, an einem Hofdienst zu bleiben. Im Dienste der Verständigung zwischen unseren Völkern. Ja. Blaue und braune Pilze. Nein, danke. Will ich jetzt nicht. Ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt. Ja, so. Euer Volk isst zu viel. Es wird fett und voll. Er sollte den Brotpreis erhöhen. Ja, wir verdoppeln ihn sogar. Der Königswestens bietet uns viel Geld. Er will ein Teil des Landes. Nein. Ja, da müssen wir leider ja sagen.
Nein. Eine neue Kirche bauen haben wir nicht schon genug, genau, sage ich auch. Ah, warte, heb den Leichter an. Ich verdoppel den auch wieder. Die Bauern rebellieren. Große Gruppen plündern die Hauptstadt. Euer Heer ist machtlos. Verstärkt das Heer? Schließt die Burgtür. Okay, das hatte ich auch noch nie. Was willst du sagen? Ich würde sagen, verstärkt das Heer. Ui. Nein. Bitte senkt die Steuern, wir können das wagen. Ja, ich muss leider ja sagen. Ja, das war's. Die neuen Obligaren zwingen euch in Sexy. Gut, schade. Ah, wie denn? Was? Ah, weil ich eine Tat geschafft habe. Okay. So, dann mache ich noch eine und dann darfst du noch eine und dann hören wir auf, ne? Okay? Okay. So. Aber glaube ich schon, Gott, baut mehr Kirchen. Nein. Oh, setzt dem am Ende. Oh, nein, nicht wirklich. Die Kirche entsenden. So. Ja. Wir müssten mehr Soldaten rekrutieren. Ja, muss ich leider machen. Oder warte, weißt du was? Ich probiere jetzt einmal die Gruft. Zwar wird das sicher nicht funktionieren. So, wir haben da mal neutral und die Feuertür. Arsentür. Oh, Goldtür. Genau. Schlüssel, nice. Und greifen wir mal an. Nein, ich habe Äpfel. So. Wütend der Eber. Oh. Nice. So, völlig. Ah, oh, verdammt. Okay. Schummel das Schwein gelernt. Okay. Ihr verblutet auf den dreckigen Boden des Verlieses. Okay. Das war nicht gut. Ja, ich glaube, unser erstes Ziel in den Dungeon ist es immer, diese Goldtür zu finden. Und das kann man am besten mit dieser... Warte, schreibe ich mal gleich durch. Wo bin ich denn jetzt durchgegangen? Feuertür? Wo noch? Was war dann? Die Arsen, glaube ich, gell? Arsen und dann Gold. Ist gleich Schlüssel. So. Das muss ich mal so mitschreiben. Passt. Okay, du darfst jetzt wieder. Okay, last round. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Gib dem Volk zum Essen oder gib dem Herr zum Essen? Gib dem Volk zu essen. Wir brauchen Geld, um das jährliche Frühlingsfest zu feiern. Dieses Jahr wird es wundervoll. Ja oder nein? Ja. Jemand hat einen reichen Kaufmann ermordet. Das heißt, der Senator steckt dahinter. Sollen wir dem nachgehen? Ja oder nein? Ja. Gebt uns genug Macht, um in euren Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Haben wir... Moment, hatten wir das schon mal auf Ja? Ich glaube nicht, oder? Weiß es nicht. Aber du, nehmen wir mal Ja. Du darfst noch eine Nuan machen, wenn es nicht funktioniert, ja? Okay. Oh, Kirche ist gut befüllt. Ein Gefängnis kann man das gut. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Ja oder nein? Nein. Da ist aber die Kirche. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinkt oder steigt bei der Kirche. Mach mal lieber. Ja. Nehmen wir mal ja. Welche Optionen haben wir? Ich will nichts davon hören. Welche Optionen? Mach mal. Ich habe Optionen, ja. Also ein Kreuzzug. Mach mal einen Kreuzzug oder nein? Nein, das ist ja für die Kirche der Kreuzzug, also genau, nein. Stimmt. Sollen wir tiefer graben, ja oder nein? Ja, nein. Aber was jetzt? Nein? Mach mal nein. Spiel mir eine Runde, roter Zwerg. Vergiss nicht, du hast den Würfel, du gewinnst immer, gell? Ja, machen wir mal. Schauen wir mal nochmal.
Ihr verliert keine Partie Roter Zwerg mehr. Ja, dann machen wir mal. Ich erhöhe. Willst du erhöhen auch gleich? Ja. Noch einmal erhöhen oder lassen wir es so? Erhöhen wir nochmal. Ihr müsst die gesamte Schatzkammer setzen. Probieren wir es noch einmal? Ja. Erhöhen. Julian, schaut mal, langsam bei uns zwei Würfel kommt zum Vorschein. Eigentlich sind wir eh tot, wenn das Gold jetzt bis auf Maximum geht. Ihr gewinnt, Majestät, aber dieses Glück wird noch euer Tod sein. Ja, das stimmt. Ja. Müssen wir eh ja nehmen, ne? Ja. Oh, das ist neu. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Während des Festes beginnt jemand ein Bogenschießspiel. Für euch geht es nicht gut aus. Ja, ein neuer Tod. Jawohl, nice. Robert. Auge, Pfeil im Auge. Sehr schön. Gut, das, du darfst noch einmal machen. Darfst du aber jetzt noch einmal machen. Wir hätten nicht so oft diesen Zinkenwürfel machen dürfen, ne? Ein, zweimal hätte gereicht, glaube ich. Aber wir haben ihn eh noch, den Würfel. Leihen wir ein Geld für die Taverne oder nicht? Ja, warum nicht? Entsende die Armee, ja oder nein? Ja. Sollen wir dem Westen um Hilfe bitten, ja oder nein? Nein. Ich möchte euren gottlosen Nachbarn besuchen, es sei denn, ihr braucht mich hier. Ja oder nein? Ja. Forschung zur Waffenkriegskunst? Unterstützt ihr mich, ja oder nein? Nein. Wird knapp. Ja. Wir katzen zu mir und das breitet sich im Dorf aus. General oder was geht mich das an? General! Bist du sicher? Wir stehen schon am untersten Rand, gell? Okay, was geht mich das an? Dann ja, ist er besser. Ja. Ich möchte eine Messe zum Andenken meines Vaters lesen, ja oder nein? Ja. Möchten Schule errichten, ja oder nein? Ja. Ich kann rote Ameisen ins Bett der östlichen Baronin locken, eure Entscheidung, ja oder nein? Wow. Aber ich glaube, Gold haben wir ein bisschen mehr. Da ist der Spalt ein bisschen größer. Dann nehme ich mal ja. Der Tückische erfindet die moderne Politik. Ah, mit roten Ameisen, okay. Ja. Feuerameisen. Die Wölfe machen mich verrückt. Heute Nacht brenne ich den Wald ab. Haltet ihn auf? Oder ja? Haltet ihn auf. Ja, aber dann sind wir tot. Glaube ich. So sind wir auch tot. Ja, dann probieren wir. Das ist eigentlich egal, glaube ich. Dann probieren wir ja, oder? Ja. Spät nachts her, ich bin es, Buck. Etwas Furchtbares ist geschehen. Das sehe ich. Oder ach was, Sherlock. Ach was, Sherlock. Haltet es unter Kontrolle und macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Wenig später verschwinden viele Schafe und einige Bauern. Oh, ich habe von einem neuen Ort bestialischer Verdammnis unten am Hafen gehört. Wir sollten ihn schließen. Ja oder nicht so schnell? Ja, würde ich sagen. Was? Ja, ja. Nein oder tanzt mit mir? Tanzt mit mir. Unsere Werte sind eh am Arsch, eigentlich. Gefällt euch der Laden? Ich habe ihn investiert. Wie viele Schräge für... Ja, ihr. So, bin schon wieder weg. Nein, ich werde, machen wir jetzt einmal, ne? Bin schon wieder weg, war das letzte Mal. Ihr müsst dieses stinkende Loch schließen. Ja oder nein? Also, wäre es geil, wenn wir Nein nehmen, weil vielleicht sinkt dann die Kirche auch bis runter. Machen wir ja, mal gucken, was da passiert. Ja, machen wir mal Nein. Oh, wir haben überlebt sogar. Oh, jeder hat seine Hirngespinste, oder? General. Aber jetzt haben wir alles gleich fast. Außer das Volk ist ein bisschen höher. General. Aber ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir das hier nehmen. Ich glaube, wir überleben da noch einmal. Knapp. Okay, jeder hat seine Hirngespinste. Nehmen wir das mal. Knapp, ja. In einer meiner Hände habe ich ein Geschenk für euch. Rechts oder links?
Ui, ui. Nimm ich mal links. Ui, schau, wie niedrig alles ist. Brauche ein kleines Heer. Nein und ja. Ich glaube, bei Nein steigt die Kirche wieder, glaube ich. Nein, natürlich dann ja. Wollen wir die tierischen Neigungen nochmal zulassen am Hof? Ja, warum nicht? Beschützt mich, sei nicht sein Feigling. Trefft euch draußen mit ihm oder na los, Meisterbub. Machen wir mal draußen? Trefft ihn draußen, ja. Gehen wir aufs Frühlingsfest? Ja. Aber wir haben dann kein Geld mehr, gell? Es kostet ja Geld. Es steigt das Volk und die Armee steigt und die Kirche weiß ich jetzt nicht. Deine Entscheidung jetzt, ja oder nein? Dann machen wir nein. Wir wollen heiraten. Ich habe die Wölfe meines Lebens gefunden. Bei ja, also bei nein steigt die Kirche auf alle Fälle, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn wir, ja, ob die Armee bei ja oder nein sinkt. Das weiß ich jetzt nicht. Machen wir ja. Oh, schade. Schade, schade, den haben wir schon. Ja, aber wir haben eine neue Tat. Na bitte, läuft ja. Wir haben aber immer noch nicht alle Karten entdeckt. Und alle Porträtgalerien haben wir auch nicht. Ein Charakter fehlt uns noch. Ich weiß eh, wer fehlt. Den kriegen wir nur, wenn wir was Bestimmtes machen. So. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das nächste mit dem Part hier. Nächstes Mal der Balduin, unser 55. König, ja. Und ja, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Euer Chobum19. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.